Karls da am Start für euch, dann hört es leider schon. Ich bin etwas erkältet. Aber nichtsdestotrotz gibt es heute ein schönes Battlefield 3 Gameplay und zwar eine Antwort auf ein Can You Beat This vom lieben Commander Krieger. Ich spiele mit der Pionierklasse und der M4A1, der schallgedämpften Pistole aus Moor und den Panzerminen. Als Quad-Perk habe ich den Sprint dabei. Und ihr werdet sehen, ich bin in einem relativ bescheidenen Squad mit zwei Schnipsern. Was mir relativ wenig bringt, aber naja. Wir haben es dann doch gerissen. Und zum Gameplay. Eigentlich soll das ein Live-Gameplay werden für meinen Kanal, wer ihn nicht kennt. Ich habe Battlefield 3 Commentaries, MW3 Commentaries, mache Let's Plays von verschiedenen Spielen. Derzeit zu Uncharted 2 und zu Assassin's Creed Revelations. Es werden aber noch verschiedene andere kommen. Ich habe eine sehr, sehr große Spielesammlung. Und ja, ich soll das ein Live-Gameplay werden für Samstag und Sonntag. Weil ich dann meistens so ein kleines Double-Feature für Battlefield 3 mache. Und ja, als ich dann die Runde gespielt habe und ich merkte, oh, das geht aber wohl ganz schön flugs mit dem Rushen, dachte ich mir so, das wird Can You Beat This. Und ja, zum Anfang bekomme ich ein bisschen aufs Maul. Ich glaube, ich werde gleich einmal weggeschnipselt und einmal von einem Panzer oder sowas erschossen. Aber nichtsdestotrotz, als ich dann merkte, es ging relativ flugs mit dem Einnehmen oder mit den Zerstören der M-Coms, habe ich dann auch sehr auf Objective gespielt. Hab dann auch zwei zerstört, aber das können wir als Spiel weiter gleich sehen. Und ja, erstmal kurz was zu mir. Mein Name ist Bimon oder Bimon Star. Ich bin 23 Jahre alt und komme aus dem schönen sonnigen Sachsen. Na ja, gut, heute derzeit etwas grau. Ich mache jetzt Videos seit ungefähr einem Monat. Also auf YouTube. Mit Battlefield 3 Commentaries, MW3 Commentaries, PlayStation Gameplays allgemein. Und ich habe vorher schon immer den Commander Krieger ein bisschen gelöscht mit meinen Fragen etc. Ich weiß nicht, was sich daran erinnert. Und ja, mir macht sehr viel Spaß. Ich sage immer, mein Kumpel, wenn man anfängt damit, ist es erstmal sau schwer, hier was Gescheites zu labern. Aber wenn man dann das macht und es gescheit macht, dann wird es wie so eine Sucht. Also man kann da wirklich mit so einer Sucht vergleichen. Ich habe schon übelst Bock drauf, mein nächstes Video zu machen. Und ich denke mal, das soll es gewesen sein von mir. Ich spiele seit 2009 PS3 und seit, ich glaube, ich 7 oder 8 war zocke ich allgemein, damals noch mit dem guten alten NES. Wer es noch kennt, dieser graue Kasten. Und ja, jetzt geht es langsam los mit dem richtigen Gameplay. Ich habe ja gesehen, wurde ja zum Anfang gleich weggeschnipselt. Entschuldigung. Hier komme ich mit diesem mobilen Spawn an. Diese große gepanzerte Klumpen da. Und ich merke schon, oh, meine Kollegen, die gehen sehr auf diese M-Kunst. Da versuche ich doch mal, den Typen da in seinem Panzer da wegzubashen. Ich kann mich jetzt versprechen, das hat mir nicht gelingen. Der fährt gleich zurück, ja, jetzt wie ihr seht. Und rungst mich um. Aber ich habe auch mal sein Fahrzeug kampffähig gemacht. Und es ist auch schon mal was. Denn so habe ich meinem Team auch ein bisschen geholfen, weil er sich so nicht bewegen konnte und ich es mehr groß anstellen konnte, dass dieses M-Com da verteidigt wird. Und ja, es lief halt ziemlich schnell. Es war eine random Lobby, in die ich gejoint bin. Wie gesagt, ich will einfach bloß ein Live-Gameplay aufzeichnen für meinen Kanal. Und ja, ich hab mir gedacht, so nach 3-4 Minuten. Oh, nach 3-4 Minuten hast du das M-Com zerstört. Die rennen ziemlich nach vorne. Ja, hier zweites Fahrzeug kampffähig gemacht. Sowas mache ich gerne. Also mit dem Raketenwerfer rumspielen oder mit dem C4, das macht einfach Spaß. Erstens gibt's für die Fahrzeuge auch Punkte. Und oh ja, hier sehe ich, dass mein Kollege angeschossen wird und ich krall mal den Typen erstmal. Weiß, ob er es überlebt hätte. Man kann es nie ahnen, deswegen unterstütze eure Kollegen so gut es geht. Denkt dran, es ist ein Teamspiel, da spielt keiner für sich alleine. Und ja, war ich. Das mache ich sehr gerne, Fahrzeuge zu stören. Da Fahrzeuge einen gewissen Vorteil den Gegner gegenüber bringen und ich habe es einfach nicht gerne, wenn sie so einen großen Vorteil haben. Deswegen Raketen auf eingepackt oder C4 angeschlichen und dann weggebasht. Ganz einfach. Was übrigens auch sehr viel bringt für Rush oder für Eroberung, sind Panzerminen. Einfach an wichtigen Punkten legen, an Zufahrtsstraßen etc. Und ihr habt den Vorteil, dass sie drüber fahren müssen. So, lege ich mein erstes M-Kampf. Und dann merke ich schon, oh, hier schnipselt jemand. Ja, die Typen. Ja, schießen habe ich dann leider nicht mehr geschafft. Aber ich dachte mir so, die kommen bestimmt nach vorne gerannt, Granate geworfen. Zack, Assist gekriegt. Ja, das Wichtige ist halt, wenn ihr so ein Spielmodus spielt wie Rush, schützt eure Bomben. Also
geht nicht gleich zur Bombe wieder hin und bleibt nur nähe davon, aber rennt nicht immer gleich zur Bombe. Entschuldigung. Es tut mir leid, dass ich das erkältet mache, aber ich habe mir gedacht, ich muss es einfach bringen. Ja, ihr seht schon hier. War ich etwas zu voreilig, wollte schon vorrushen, aber es ging halt leider noch nicht. Ja, ich versuche ich Panzerminen zu legen. Das geht übrigens auch mit Panzerminen sehr gut. Wenn ihr nah an einem Panzer dran seid und ihr habt einen dusseligen Fahrer im Gegnerteam, ganz einfach Panzerminen vorne und hinten hinlegen, da kann ich mal nach vorne fahren und da kann ich nicht mehr zurückfahren. Und ihr macht das Fahrzeug auf alle Fälle kaputt und das bringt euch auch Punkte ein. Also wenn ihr gerade keinen C4 dabei habt und euer Raketenwerfer leer ist, einfach mal mit Panzerminen probieren. Es wirkt auch. Ja klar, diese langen Laufwege, Battlefield 3 leider etwas öfters als ein MW3. Aber muss man halt durch. Ich hoffe, es wird euch jetzt kurz nicht zu langweilig hier. Ich kann euch sagen, wie das Match ausging. Ich habe glaube ich 2:2 mein Endscore gemacht, also 2 Kills, 2 Deaths. Wie gesagt, ich bin ja nicht auf Kills gegangen, ich habe einfach bloß ein Objective gespielt, weil ich gemerkt habe, dass die Jungs hier vorrushen wie die Blöden. Und es war eine sehr schöne Runde dafür, dass es eigentlich mit Leuten war, die ich überhaupt nicht gekannt habe. Also, es ist selten, dass man mal so gute Battlefield 3 Spieler trifft, die auch wirklich mal rushen. Und ich einfach bloß hinten gammeln und irgendwie rumschnipsen oder sowas. Ja, versuche erstmal den Bereich abzusichern, ob da jemand kommt. Meistens hocken die auch im Haus drin und warten einfach, dass man liegt und kommen dann rausgesprungen. Und dann schießen einen ganz heimtückisch. Ja, dann merke ich, dass mein Kollege kommt. Und dachte ich mir so, überlässt ihm mal die Bombe. Da kann ich ihn vielleicht ein bisschen absichern von hinten. Falls jemand doch noch erscheint. Und ja, der kriegt das jetzt alleine hin, das abzusichern. Und ich gehe jetzt mal zur anderen Bombe. Weil in dem Haus, da springen sie auch meistens ganz oben auf dem Dach rum. Und versuchen zu schnipsen. Und ja, ich dachte mir so, geht's mal ganz langsam um die Ecke, vielleicht ist jemand. Aber hier war auch keiner. Allgemein haben wir die Gegner, glaube ich, ziemlich überrannt. Die sind auch schon teilweise dann vor dem Match rausgegangen oder sowas. Also, die hatten dann auch, glaube ich, keinen Bock mehr auf uns. Ja, hier vorne. Ganz eiskalt aus der Entfernung weggenatzt. Das ist. Ich hätte selber nicht gedacht, dass ich auf die Entfernung noch treffe. Also, es ist schon beachtlich gewesen. Und ihr seht schon, wir sind schon fast am Ende. Wir müssen schon fast die letzte Station einnehmen. Und es lief dann, glaube ich, auf ein 8 Minuten 30 hinaus. Also, Krieger, es war ein wahrer Quickie auf der Insel Kark. Vielleicht kann ich dir jetzt die Frage stellen: Can you beat this? Also, kannst du das unterbieten? Würde mich mal interessieren, wäre vielleicht ganz spaßig. Und ja, die letzte Bombe ist eigentlich auch relativ einfach. Ihr müsst einfach, ihr habt eine im Haus und eine oben auf so einer kleinen Anhöhe in dem Gebäude. Ich habe mir die unten geschnappt, weil unten kann ich besser einsehen, ob der Gegner kommt, weil das in zwei zwischen kleinen Büroräumen ist. Und da habe ich mich dann in die Ecke gekämpft, ihr werdet es auch gleich sehen. Und oben können auch Gegner von einer Treppe kommen und da können es eigentlich auch relativ gut einsehen. Also die Map ist eigentlich sehr gut zum Waschen. Vor allem wenn ihr Angreifer seid. Also Verteidiger mag es auch noch gehen. Ihr könnt euch in Häusern einknisten, einkämpfen. Und ihr seht schon, ich habe 2 Bomben insgesamt zerstört. Einen habe ich meinem Kumpel überlassen da, der gerade angerannt kam. Kann ja auch nicht Ego-Schwein sein. Ich muss auch mal den anderen Leuten was überlassen. Wir haben es, denke ich, mal ganz gut hingekriegt, das Spiel zu verbieten. Wie gesagt, die Gegner haben, glaube ich, gar nicht mal gemerkt, von wo wir kamen. Also, wir sind bloß da angerannt gekommen, haben... Ich habe da best in unserem ganzen Team hat 10 Kills. Also, wir sind wirklich nicht auf Kills gegangen. Wir haben bloß noch die Station weggebasht und dann schnell gewinnen. Ja, seht schon die Treppe und dann gibt's halt von gegenüber noch so einen kleinen Steg, über den man laufen kann. Also hier gibt's auch relativ viele Deckungsmöglichkeiten. Und ja, gleich explodiert das letzte M-Com. Und die Runde ist vorbei und ich hoffe, lieber Kommandokrieger, du nimmst dies als Videoantwort an auf dein Can You Beat This? Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu kommentieren. Oder allgemein Commentaries zu machen. So, ihr seht, mit einem 2:2 und 1730 Punkten gehe ich als Dritter aus dem Match raus. Ja, meine Punkte, so viel waren es nicht. Manchmal schaffe ich sogar über 6000 in so einer Runde. Also, es war jetzt nicht meine beste Runde, aber es war halt eine schnelle Runde. Ein Quickie, wie ich es gerne sage. Und ja, das war's von mir. 8 Minuten 30. Ich bin raus, Leute. Ciao. Euer BeamonStar.